Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Melanie von stempelhausen.de. Ich möchte euch heute, oder wir basteln heute zusammen von dem hier, eine etwas kleinere Variante mit dieser Form hier. Ich habe die Framelits nicht für die Big Shot, sondern ich habe mir damals die digitalen Schneideformen runtergeladen und habe sie mit meiner Cameo geschnitten. Das Ganze sieht dann so aus. Ist perfekt, ich muss nicht jeden einzelnen Stempelabdruck durch die Big Shot kurbeln, aber dafür muss ich halt die Abdrücke auf die Rohlinge positionieren. Das zeige ich euch gleich mal. Nehmen wir uns mal gleich eins runter. Also für die kleinen hier brauche ich 4 Stück. So. Das ist der kleine sozusagen, da brauche ich 4 Stück. Ich habe 3 so angeordnet und den letzten habe ich dann hinten zur Stabilität benutzt. Damit ihr diesen Stempelabdruck raufkriegt, benutze ich den Stamp-O-Magic. Und damit die Formen nicht hin und her rutschen, habe ich mir so Fotoklebe-Knete geholt. Ich kann es euch raten, ist perfekt. Ich klebe mir mal so ein kleines Stückchen drauf. Dann so. Und man sieht schon, es kann einfach nicht verwackeln. So. Ich habe hier jetzt, wie ihr seht, schon ein paar vorbereitet. Wir machen jetzt sozusagen die letzten, weil es müssen 5 sein. Weil hier sind es ja auch 1, 2, 3, 4, 5, ja. 5. Gut, fangen wir erstmal mit den einen an, bevor wir die anderen dann machen. So. Hier ist meine Folie vom Stamp-O-Magic. Ich habe mir das schon mal vorgestempelt. Noch das Stempelkissen öffnen. Positionieren wir uns das hier. Die Folie weg. Stempelabdruck. Ein bisschen her und her rutschen, damit der Stempelabdruck sauber ist. Und voilà. Das geht auch relativ fix, wenn man erstmal so die ersten paar Stempelabdrücke gemacht hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schneller ist. Das Kurbeln durch die Big Shot oder die Cameo, aber ich würde schon fast auf die Cameo setzen. Und von der jetzt das letzte. Ups, das war. So, mit dem sind wir jetzt mal fertig. Jetzt machen wir mit dem anderen hier weiter. Das ist dann der etwas größere. Habe ich mir hier schon ein paar vorbereitet. Ich denke, ich werde den nochmal in einer anderen Farbe machen. Hier habe ich jetzt Chili und Aquamarin benutzt. Von denen brauchen wir jetzt 5. Das sind also 4, die so aneinandergereiht werden. Ups. Und das ist dann sozusagen wieder der hintere. So, das packe ich erstmal beiseite, machen erstmal die Stempelabdrücke fertig. Kleben wir uns wieder hier auf den Punkt. Dann nehmen wir uns wieder unsere Stamp-O-Magic-Folie. Jetzt kommt das Schneidebrett zum Einsatz. Ich zeige euch gleich warum. Vorher noch ein bisschen Ordnung hier. Ordnung liegt mir nicht so. So. Das ist unser Schneidebrett. Dann nehmt ihr euch einen
Faltstift und falzt euch nur die unteren und oberen Enden. Ich weiß gleich warum. Bekommt ihr das nämlich besser geknickt. Also ich hatte halt ein bisschen Probleme, ich habe die Spitzen nicht so gut gefaltet bekommen. Und wenn ich sie ein bisschen angefalzt habe sozusagen, dann ging es besser. Dann mal mit den Falzbeinen drüber gehen. So schön. Und das machen wir jetzt mit allen. Außer natürlich mit der letzten Variante, die hinten aufkommt. Die wird natürlich nicht geknickt. Eigentlich wollte ich euch ein anderes Video machen von meinen Schneeflocken. Aber leider war das gestern kein guter Tag zum Video aufnehmen. Erst war die Speicherkarte voll, dann war das Akku alle. Und dann war auch noch einfach, sind einfach die Filme gelöscht worden auf meinem Mac. Ja. Nächster Versuch. So, von denen haben wir jetzt drei. Ne? Der ist sozusagen jetzt, der ist jetzt schon fertig. Ne? Packen wir mal nach oben. Mache ich mit dem hier weiter. So, davon haben wir jetzt vier mit dem Hintergrund. Und dann können wir auch jetzt schon anfangen, die zusammenzukleben. Direkt lieber für einsatzbereit. Ja. Also ein bisschen viel, macht nicht zu viel rauf. Nicht, dass es dann zu sehr klebrig wird. Ja, dann positioniere ich mich das hier. Jetzt läuft das nämlich schon raus, es war ein bisschen zu viel. So macht man es nicht. Aus Fehlern lernt man. So, jetzt könnt ihr es hier noch, wenn ihr so ein bisschen was übersteht, könnt ihr das noch ein bisschen verschieben. Also das macht ihr jetzt mit den restlichen auch. Ihr seht, es scheint bei uns hier wunderschön die Sonne. Ist echt sehr angenehm, dann zu basteln. So. Schöne ist, der trocknet auch relativ schnell und trotzdem kann man halt immer noch ein bisschen hin und her schieben. Das ist eigentlich ganz gut, deswegen benutze ich den hier für zu Klebepunkte oder ein Sticky Tape würde da glaube ich nichts bringen. Das wäre ein bisschen blöd. Oder Heißklebepistole. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, seht ihr? Fängt das nicht mehr an zusammenzukleben, das wollten wir ja nicht. So, jetzt ist sozusagen das eine Element fertig. Jetzt können wir eben hinten, weil ihr seht ja, das rutscht ein bisschen nach oben, sobald ich es bewegen würde. Also machen wir noch hinten eine kleine Befestigung rein. Umdrehen. Ich am besten hier ein bisschen festdrücken. So, dann haben wir auch schon den fünften Teil von denen hier fertig. Und noch den kleinen Chili-roten.
hingedrückt. Können wir den Kleber eigentlich auch schon wegpacken. So. Das ist jetzt im Bogen unser kleiner Stern. Habe ich mir mit dem Wellenkreisstanzer 1¼ aus Resten einfach eins ausgestanzt. Habe mir noch einen Kreis aufgezeichnet und ungefähr die Positionen von den längeren markiert. Da wir das jetzt alles mit Heißkleber zusammenkleben, müssen wir da halt etwas genauer sein. Die verzeiht nicht so schnell Fehler. Also am besten einfach mal, man legt sich das nochmal ein bisschen vorher hin, wie man es ungefähr haben möchte. Ja, dann legen wir mal los. Dazu nehme ich mir auch wieder ein bisschen Klebeknete und befestige mir die Mitte, damit sie mir nicht so hin und her rutscht. Und dann mache ich mir immer hier so einen Kreis. So. Man sollte nicht zu langsam arbeiten, aber auch nicht zu schnell, damit man nicht nur Scheiße baut, also nur Müll. Wie man jetzt hier schon sieht. Da. Es ist nämlich gar nicht mehr so einfach, die Sachen zu verrutschen. Deswegen meinte ich ja, man soll sich das vorher ein bisschen positionieren. Und passt auf eure Finger auf, es ist sehr, sehr heiß. Ich habe mir da schon sowas von auf die Finger verbrannt. Ist nicht so schön. Ich finde das immer den schwierigsten Teil, ehrlich gesagt, weil ich immer mir so viel Mühe mache, alles zu basteln und dann kann hier so viel schief gehen. Aber ich würde sagen, das ist nicht so viel schief gegangen. Gut, dann kleben wir die mal fest, weil die haben natürlich nicht mehr gehalten, das war mir aber klar. Da würde ich am besten den Klecks hier rauf machen. Ich glaube, das macht sich besser. So, jetzt kümmern wir uns um die Verzierung der Mitte, weil so kann es natürlich nicht bleiben. Ich habe hier wieder mit dem Wellenkreisstanzer 1¼ Aquamarin ausgestanzt und habe das ein bisschen, ja, ein bisschen geknickt. Sieht das ein bisschen lockerer aus. Dann habe ich aus dem tollen Packpapier, die immer in den Stampin' Up! Paketen sind, habe ich mir mit der Framelits für die Big Shot Schneeflocken die kleinste ausgestanzt. Ich werde die jetzt hier in die Mitte positionieren.
Dann kommt der Kreis hier drauf. Wir gucken jetzt mal, wie es aussieht, ob das überhaupt passt. Dann habe ich hier aus demselben Set, wo ich auch die Ornamente habe, einen Kreis, einen 2,5 cm Kreis ausgestanzt und das bestempelt. Andersrum bestempelt und dann gestanzt. So, ich finde, das sieht ganz gut aus. Dann kleben wir das einfach mal zusammen. So, und mir das hier. Das würde ich hier mit einem 1 mm 3D-Pad auf den Wellenkreis kleben, um noch einen schönen 3D-Effekt zu haben. Diese kleinen Futzel sind so schlimm, ich schleppe sie durch die ganze Wohnung, die wird man nicht so schnell los. So, dann positionieren wir das uns den noch mittig. Ist gar nicht so einfach. Hat sich schon ein bisschen geknickt und geknickt wurde. So. Das passt. So. Und dann auch hier wieder Heißkleber. Machen. Passt jetzt echt gut auf eure Finger auf. Das ist mega heiß. Ihr müsst das halt auch ein bisschen andrücken. Boah, wie sehr das ist. Jetzt nehme ich lieber mal mein Falzbein. Keine Panik, wenn es noch ein bisschen so absteht. Das hier wird das noch ein bisschen hinbiegen. Warten wir mal, bis es ein bisschen. Au! Bis es ein bisschen trocken ist. Das mit dem Packpapier habe ich hier schon verwendet. Da habe ich hier Streifen gefaltet und habe sie hier ein bisschen reingeklebt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und auch hier findet sich das wieder. Das Papier einfach klasse, ich weiß auch nicht warum. Und ich finde das immer zu schade wegzuschmeißen. Deswegen versuche ich das ein bisschen in meine Bastelprojekte einzubinden. So, das müsste jetzt bald trocken sein. Nee, wohl nicht. Ich kann es immer noch bewegen. So. Können wir hier schon mal, ich weiß nicht, ob man jetzt 3D-Pads drauf. Ja, ich glaube 2 mm machen wir jetzt hier drauf. Wo ich ehrlich gesagt da noch ein bisschen Leinenfaden mit dazu machen würde wollen. Ich liebe Leinenfaden. Das ist das Schönste, was es mit gibt von Stampin' Up. Schnur. Die Fäden, die ich mir immer so ein bisschen auseinander, wie ihr gesehen habt. Und falte es nochmal. Sind das jetzt so 4 Kordeln? Überlege ich mir, ob ich die hier so ein bisschen anordne. Machen wir es einfach anders. Ja, die meisten Ideen kommen meistens während des Bastelns. Ich musste kurz eine Pause einlegen, weil die Speicherkarte mal wieder voll war. Ja, ist wohl nicht so mein Tag. Ich muss mir unbedingt auf meine Liste schreiben, größere Speicherkarte. Gut, also ich habe jetzt, wo wir stehen geblieben sind, war halt einfach, dass ich diese Dinger jetzt hier festgeklebt habe. Ich habe noch ein bisschen Tombow-Kleber drauf gemacht, damit sie auch wirklich halten und nicht sofort rausfallen. Man sieht ja ganz gut. So, sie haben alle unterschiedliche Längen. Ich finde das wirklich sehr gut. Ich mag das so. Das lassen wir auch so.
So. Wer noch möchte, kann sich aus dem Packpapier seine Mundharmonikas falten und diese einknicken hier. Dann kann man, wenn man will, sie noch hier mit runterlegen. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das unbedingt machen möchte, aber vielleicht sieht es ja ganz gut aus. Probiert es mal aus. So. Wir kleben jetzt erstmal unsere Mitte fest. Schon ganz gut aus. So, dann kommt noch ein toller kleiner Strassstein an die Mitte. Ich würde sagen, wir nehmen die Mitte. Probieren wir mal, wie das aussieht. Also die mittlere Größe meine ich damit. Ja. Ganz schnicker. Wer möchte, kann sich jetzt hier noch einen Text mit drauf machen, so als Fähnchen oder irgendetwas. Also ich lasse es jetzt dabei. Meine Fantasien sind ja keine Grenzen gesetzt. Ja, dann würde ich sagen, dann ist der Stern fertig. Ich zeige euch jetzt noch, was ich benutzt habe. Also welches Stempelset. Falls ihr nicht genau wisst, welches ist, ist das Ornament Keepsakes. Das gibt es nur noch bis zum 28. August 2014. Mit den passenden Framelits für die Big Shot. Also ich würde zugreifen. Ihr seht ja, was man für tolle Sachen draus machen kann. Einmal den kleinen Stern hier. Und dann noch den großen. Also es sind auch da keine kreativen Grenzen gesetzt. Ja, dann bedanke ich mich für euer Zuschauen. Verzeiht, wenn ich etwas nervös war. Es ist echt mein allererstes Video. Ich hoffe, die nächsten werden etwas professioneller, ohne viele Zwischenstopps wie Speicherkarte voll, Akku leer. Naja, gut. Dann tschüss!